Hallo, hier ist wieder euer Sabossi. Heute mit einem Paket von Dom Corsorevino. Ja, da habe ich bei einem Gewinnspiel mitgemacht und er hat mir einen Trostpreis geschickt, weil ich die Fragen falsch beantwortet habe. Zwei, glaube ich, richtig gehabt und eine falsch. Hat er mir einen Trostpreis geschickt. Es ging um zwei CDs. Hier ist der Trostpreis-Paket. Ich habe schon aufgemacht. Ich habe jetzt deswegen länger keine Videos gemacht, weil im Moment mein PC ist kaputt gegangen und deswegen habe ich das Video halt jetzt erst gemacht. Deswegen konnte ich die ganze Zeit keine Videos machen und das war halt das Pech im Moment. Aber jetzt kommen wieder regelmäßiger Videos. Und ja, das ist das Paket. Also das Päckchen. Ist einmal der Film. Fange ich mit dem an. Attack of the Nazi Rebels Uncut. Ich glaube, der ist ab 16, ja, ab 16. Ist halt so ein cooler Endzeitfilm. Zum Ende des Zweiten Weltkriegs arbeiten deutsche Wissenschaftler an einer aus Kräutern gewonnenen Mixtur, mit Hilfe Supersoldaten erschaffen werden sollen. Doch das Ziel wurde verfehlt. Am Ende des Experiments gab es nur super aggressive Soldaten, die Monster geworden waren. Also richtig cooler Film. Ich bin mal sehr gespannt. Der soll so ein bisschen Hartfatz trifft Shaun of the Dead. Was ja eigentlich Quatsch ist. Hartfatz und Shaun of the Dead ist so von den gleichen Machern. Müsste es eigentlich schreiben. Aber ist ja eigentlich genauso. Ich finde auch so, das ist bestimmt ein witziger Film. Das schaue ich mir mal an. Und dann natürlich Klassiker, Das Schweigen der Lämmer. Kenne ich natürlich, habe ich schon viermal gesehen insgesamt. Auf VHS noch. Ich habe noch die VHS gehabt. Aber dank dir habe ich jetzt die DVD. Kann ich mir mal auch mal auf besserer Qualität auf alle Fälle anschauen. Vielen Dank. Hier sieht man zum Beispiel die Motte. Finde ich geiles Discover. Ich danke dir nochmal recht herzlich für die Trostpreise, was ich geile Preise finde. Schon mal vielen Dank dafür nochmal. Fertig. Euer Sir Bossi.